Das Schwerste zu überwinden dieser viele Hindernisse auf diesem Weg ist der Nefs, weil der Mu'min sich von ihm nicht trennen kann. Da der Nefs der Motor und die Beweggrundlage des Menschen ist, also von dieser Dünya, von dieser Erde, von den Mitmenschen, sich da ein wenig zu trennen oder von dem Teufel an sich, das sind Sachen, die mag man noch so einigermaßen in den Griff bekommen. Aber der Nefs ist tatsächlich unser größtes Hindernis. Der Nefs braucht nicht einmal vom Shaitan beeinflusst werden und der bringt uns schon ins Jahannam, ins Höllenfeuer. Da braucht noch nicht mal den Shaitan dazu. Der Shaitan braucht nur schauen, wie lebt einer. Der macht eh, geht nach seinem Nefs, den brauche ich gar nicht bearbeiten. Der Shaitan bearbeitet nur diejenigen, die auf dem Weg vom Allah sind. Da, wo der Nefs nicht mehr ausreicht. Da nimmt er den Teufel her. Da kommt der Teufel, hilft den Nefs, den Menschen von Gottes Weg abzubringen. Und deshalb ist der Nefs eine sehr gefährliche Sache. Die anderen Sachen können wir einigermaßen unter Kontrolle bringen, aber den Nefs leider nicht. Da sollten wir sehr aufpassen, dass wir diesen Nefs zügeln. Deshalb kann man den Nefs nur durch Hunger bezwingen, um den Nefs unter Kontrolle zu halten. Dazu kommt noch, dass man mit den Nefs keinen Frieden schließen kann, indem man ihn bei der Laune hält oder etwas mit seiner Zustimmung macht. Da wird nicht die Gelegenheit haben, ihn aus etwas zu verbannen und ihn gewähren lassen. Und er wird uns daran hindern, auch nur einen Schritt in diese Richtung zu tun. Also der Nefs, den können wir nicht beeinflussen durch irgendwelche Laune oder sonstiges. Der Nefs ist ein eigenes Wesen. Für die es nicht so wissen, der Nefs ist ein Teil unserer Seele. Wir haben zwei Arten von Seelen, Ruch und Nefs. Ruch ist die reine Seele, die Allah geschaffen hat. Und Nefs ist an diesem Ruch ein Anhängsel nur für diese Dünya. Im Jenseits gibt es kein Nefs mehr. Das ist nur für diese Welt. Das ist ein separates, an die Seele drangehängtes, das wo eine Grundausstattung hat. Die Grundausstattung, was berechtigt ist, was wir brauchen. Aber er will mehr wie das Grundrecht. Er möchte einfach faul, egal sein, machen, was er will. Und deshalb gebietet es diesen unter Kontrolle zu bringen. Sonst wird uns unser Nefs in Jahannam bringen, ins Höllenfeuer. Und deshalb müssen wir diesen Kampf, die Kontrolle über den Nefs gewinnen, dass wir nicht wegen dieser Sache ins Höllenfeuer landen, also von Allah bestraft werden. Und eins sagt uns Imam Ghazali zum Beispiel durch Hunger. Hunger ist das natürlich nicht nur auch zu fasten. Hier diesen Hunger, was Imam Ghazali meint, ist allgemein. Diesen nicht zu geben, was er möchte. Natürlich in erster Stelle mal essen. Wenn ich nicht esse, wenn ich faste, dann kann ich mich besser beherrschen, wie wenn ich nicht faste. Weil wenn ich satt bin, dann bin ich faul, dann bin ich träge, dann lasse ich mich mehr zu Sünden hinreißen. Wenn ich aber faste, dann habe ich einen anderen Zustand. Einmal, weil ich körperlich einen anderen Zustand bin durch das Fasten und zweitens natürlich, weil ich hier an diesem Tag gelobt habe zu fasten für Allah. Und natürlich deshalb mein Gewissen auch da ist und sagt, für was fastest du? Wenn du jetzt mit deinem Mädchen nach Sina machst, dann hättest du gar nicht fasten brauchen. Also habe ich damit eine Selbstkontrolle durch meinen Verstand. Deshalb hier Imam Ghazali legt uns den Hunger auf, den Nefs hungern zu lassen. Denn wenn er hungert, wird er hellhörig. Das ist, wenn ihr zu euren Eltern nicht so gut seid und sie euch nicht zum Essen gibt, den halben Tag, und ihr aber Hunger habt, dann werdet ihr abends das machen, was eure Mutter will, weil ihr wollt was zum Essen. Und so erzieht man die Leute. So wird uns wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben, als ihn wie ein wildes Tier in Ketten zu legen. Diese Kette nennt man Taqwa und darf niemals losgelassen werden. Indem wir den Nefs so in unsere Gewalt bringen, können wir seine Kraft für unsere guten Taten nutzen und ihn daran hindern, uns in den Abgrund zu schweifen. Also, den Nefs, das ist der erste Punkt, ihn hungern zu lassen. Durch Fasten, der eine Punkt von Hunger, und hungern lassen durch das, was er möchte. Der möchte zum Beispiel dieses neue Handy haben. Dann lasse ich ihn hungern, das heißt, ich gebe ihm das nicht. Ich setze ihm Grenzen, ich sage, was willst du mit diesem neuen Handy? Du hast doch eins. Da ist es vielleicht ein halbes Jahr alt oder ein Jahr, warum musst du wieder neues haben? Also ich ziehe ihm Grenzen auf und das muss man sich aber auch wirklich bewusst sich selber sagen. Wenn du mit dir selber redest, das hilft viel mehr, wie wenn du denkst, ich weiß schon mit meinem Nefs und du weißt gar nichts. Deshalb das Selbstgespräch, das Eigengespräch ist sehr hilfreich. Wenn du merkst, du hast einen Trieb, du möchtest etwas, was du aber nach Islam nicht solltest. Zum Beispiel läuft in eine schöne Blonde und jetzt begehrst du auf. Deine Gefühle kommen in dir hoch. Du möchtest sie unbedingt hinterherrennen. Dann stell dich vom Spiegel und sag,
zu dem, den du im Spiegel siehst, das bist du nämlich selber. Willst du mich schämen? Willst du mich unglücklich machen? Willst du wegen diesem Mädchen mich in den Abgrund stürzen? Wenn ihr so zu euch redet, dann werdet ihr merken, dass das was hilft. Denn der Schädel, der Nefs, der hört. Aber wenn ich das eigentlich weiß, ich soll dieses Mädchen nichts machen, und ich denke, ich habe mich schon unter Kontrolle, dann lacht der Dritte, der Schätan. Weil wir haben uns nicht unter Kontrolle. Und deshalb ist es sehr nützlich, wenn wir wirklich selber mit uns reden und wirklich beim Namen auch sprechen und sagen, na Nefs, du möchtest wohl gern. Aber nein, vor der Heirat gibt es nichts. Oder du schickst dir einen Heiratsantrag. Schau mal, ob es das schafft. Aber es geht nicht anders. Es geht ohne Ehe, gibt es keinen Sinn, gibt es keinen Geschlechtsverkehr, gar nichts. Man muss selber das dann Nefs sagen und den Nefs beruhigen. Und natürlich dann Ablenkung suchen. Ist natürlich klar, wenn ich sage, Nefs, nein, nein, aber ich schaue immer weiter. Nefs, nein, nein, Nefs, ja, 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 dann renne ich doch hinterher. Also, ich muss natürlich auch versuchen, diesen Zustand zu ändern. Also nicht diesen Mädchen hinterher schauen und sagen, nein, 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 ja, 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 das ist jetzt ja dann. Sondern unterbinden, ablenken, indem ich dann sonstiges mache oder zur Not, was die wenigsten machen, außer ein paar wenige den Koran aufschlagen und lesen vielleicht in 10 Minuten ein Tschüss, mashallah. Aber die meisten, die kommen ja vom Gaflet nicht weg. Aber man muss sich natürlich dann noch ablenken. Man muss den Schätern also eine Alternative geben. Es reicht nicht, wenn ich sage, nein, du darfst das nicht. Ich muss ihnen eine Alternative geben. Wenn ich ein Kind mit irgendwas erziehen will, und ich sage, mach das nicht, dann muss ich ihnen aber etwas anderes erlauben lassen. Denn irgendwas muss man ja tun. Und auch der Nefs hat ja auch Verlangen. Und der wird sehr stark. Und wenn der Schätern ihm noch hilft, dann ist es sehr schwer, ihn unter Kontrolle zu bringen. Deshalb muss ich den Nefs einen Ersatz bringen und sagen, okay, dann schauen wir uns diesen Film mal an, Flipper zum Beispiel. Kennt ihr das? Oder die Mainzelmännchen da von ZDF. Als Ersatz für das Mädchen. Und da laufen auch noch solche, diese Zeichentrickfiguren Mädchen, diese blonden rum. Da habe ich auch etwas gesehen. Ja, ja. So, als erstes abgewöhnen. In dem Moment, wo der Mu'min glaubt, das Hindernis Nefs überwunden zu haben und seine Gebete mit Liebe und Lust verrichtet, wird er bald erkennen, dass noch einige andere Hindernisse auf dem Weg sind. Also hier Imam Ghazali geht natürlich jetzt davon aus, wenn man die Probleme kennt, dass man sie auch beseitigt. Nicht, wie es leider heute der Fall ist, wir kennen die Probleme, wir beseitigen sie nicht. Wir leben trotzdem so schlecht weiter. Ne? Also hier von seinem Sohbet geht er davon aus, dass man diese Probleme behindert hat. Also von der Welt loslösen. Damit meint er, die Einsamkeit suchen. Nicht hinterherrennen, alles was man will. Ich sehe das, ich muss das haben, ich möchte dabei sein, die oberen 10.000 feiern, ich muss dabei sein. Die Presse kommt, ich muss mich präsentieren. Diese Sachen hat der Moslem nichts zu suchen, der Utaqwa hat. Dann von den Menschen sich zurückziehen, vor allen Dingen die, wo einen schlecht sind, von diesen Freunden, die wollen nichts bringen. Nur solche Gegenden aufsuchen, wo ich weiß, da bin ich mitten bei Allah. Sohbet, Moschee, wenn sie Leute unterhalten, wenn sie Zikr machen, all diese Dinge. Aber keinesfalls zu sagen, ich gehe dort park, treffe meine Freundinnen, mit meinen Freunden, daneben dran treffen sich Freundinnen und dann plauschen wir rum. Das ist ja kein Entziehen, kein Loswerden der Menschen. Also, das ist natürlich die Konsequentheit. Aber Imam Ghazali hier gibt uns ja eine Stufe bekannt, was wir nachher dann hören, was man erreichen sollte. Deshalb dieses harte Abbrechen mit diesem Leben, weil nämlich eine Stufe erreicht werden soll, die wo einer natürlich zu Allah bringt, was der andere davon später nur träumen kann. So, deshalb, diese Stufe haben wir wieder überstanden. Wir haben den Nefs gezügelt, wir bekämpfen den Nefs, wir hören nicht auf den Shaitan, wir trennen uns von dieser Dunya, von den Mitmenschen, die uns nichts Gutes tun. Und jetzt haben wir frei fürs Gebet, wieder mit neuen Angriff, sagen wir, wieder will ich jetzt beten und wieder stellen wir fest, es kommen neue Hindernisse. Das erste war mal, überhaupt mal anzufangen, wenn zurückerinnern an den Anfang, ich bete. Da fühlt man sich schon gut. Und dann stellt man fest, mein Gebet ist gar nichts wert. Ich bete einfach so, aber ich bete gar nicht mit Ichlas. Danach versucht man mit Ichlas zu beten, dann stellt man fest, ich bin ein Nichts. Ich bin ein sündhafter Mensch. Dann macht man Töbe, legt es ab und so kommen wieder neue Hindernisse. Jetzt hat man mit den Nefs, mit den Schätern einigermaßen den Griff drinnen. Kommt ein neues Hindernis. Wo er gerade dabei war, mit seinem seligsten Wunsch ungestört zu beten, wird er mit diesen vier Hindernissen konfrontiert, die ihm auf seinem Weg sind. So, jetzt wo er sich im Gebet hingibt, jetzt kommt der Scheitan.
Wir wissen von einem Hadith des Propheten, wenn der Ezan ertönt, also wenn der Gebetsruf gerufen wird, dann der Shaitan verschwindet.